Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit dem Einführungsvideo zu einer neuen Rubrik, die ich auf meinem YouTube-Channel eröffnen möchte. Und zwar nenne ich die Rubrik Japanisch Essen in Leipzig. Und in dieser Rubrik möchte ich diverse Restaurants oder Lieferdienste in Leipzig anrufen, hingehen, filmen und dergleichen, wo auf irgendeine Art und Weise japanisches Essen angeboten wird. Und möchte dann auf einer Bewertungsskala von 1 bis 10, wo ich mich so ein bisschen an www.restaurant-kritik.de richten werde, ja, dann auch so eine eigene subjektive Bewertung treffen zu dem Ort, wo ich denn essen war oder zu dem Lieferservice, wo ich bestellt habe. Und ja, ich werde anfangen mit der Sakura Kaiten Sushi Bar hier in Leipzig, meiner Lieblings-Sushi Bar, die ich bewerten werde. Es wird natürlich nicht nur bei Sushi bleiben, das wird jetzt das erste Video halt sein, wo ich die Erlaubnis bekommen habe zu filmen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Ich werde natürlich vorher immer die jeweiligen Restaurants fragen, eine Mail hinschicken, eine Anfrage, ob ich im Innenbereich filmen darf, ob ich das Essen filmen darf, während ich dort speise. Sollte ich diese Erlaubnis nicht bekommen, dann werde ich vielleicht trotzdem zum einen oder anderen Video machen, werde dann halt immer nur die Außenfassade zeigen und wo es liegt und dann trotzdem eine Bewertung treffen, dann so in dem Rahmen, wie ich jetzt mit euch spreche. Ansonsten wird es immer per Offsprecher und Szenen aus den Restaurants sein. Also ich habe dann vor, eben so Sachen zu besuchen, neben der Sakura Kaiten Sushi Bar, wo ich schon war, das Mifune, da bin ich am 20.01. sowieso, da werde ich eine Anfrage stellen, ob ich da ein paar Sequenzen im Innenbereich filmen darf, das Umai, dann das Shiki Sushi Bar und das Yamamoto vielleicht und so weiter und so fort. Also verschiedene Sushi-Bars, verschiedene japanische Restaurants. Das Ippon gibt es, glaube ich, noch in der Dresdner Straße. Da war ich auch schon länger nicht mehr essen. Da werde ich dann überall mal hingehen, Anfragen stellen, ob ich drin filmen darf. Da könnt ihr euch also auf einiges gefasst machen. Und ja, ich habe es auch schon einmal im Video gedreht. Jetzt vielleicht wird es ab und zu ein kleines Special geben, wo ich japanisch in meiner Heimat esse, also nicht in Leipzig. Das werden dann so kleine Specials werden. Ich habe nämlich das schon einmal in, ja nicht meiner Heimatstadt, aber nahe meines Heimatdorfes gibt es einen Ort namens Wernigerode, eine sehr hübsche Fachwerkstadt im Harz gelegen oder an den Hängen des Harzes. Und in der Stadt gibt es Japaner und das zweite ist, glaube ich, ein vietnamesisches Restaurant, das ist so halb-halb Restaurant, vietnamesisch, japanisch. Und dort bin ich auch des Öfteren durchaus mal essen mit Eltern oder mit Freundinnen. Und einmal, als ich da war, habe ich dann heimlich drin gefilmt, habe mich dann da nicht so wohl mitgefühlt und mir dann vorgenommen, wirklich immer die Besitzer um Erlaubnis zu fragen, damit man da auch rechtlich auf der sicheren Seite steht, wenn ich das dann auf YouTube für alle sichtbar eben hochlade. Ja, und das erste, wo ich die Erlaubnis jetzt erhalten habe, innen zu filmen, ist eben die Sakura Kaiten Sushi Bar in der Bose Straße 4 in Leipzig. Und das wird dann das erste Video sein, was ich dann gleichzeitig mit dem Einführungsvideo hier heute beginnt für diese Rubrik online stellen werde. Und ich hoffe, es macht euch auch ein bisschen Spaß, das mit anzuschauen. Und vielleicht überlegt ihr euch, bei denen, die ich besser bewerte, vielleicht sogar das eine oder andere zu besuchen, wenn es der Geldbeutel zulässt. Womit ich auch gleich zu einer Beschränkung kommen werde. Es wird maximal, allermaximalstens ein Video pro Monat für diese Rubrik geben, weil gerade Sushi essen und dergleichen, das ist nicht unbedingt immer das Billigste, was man machen kann. Deswegen aus geldbeuteltechnischen Gründen wird es also maximal einmal pro Monat ein Video dieser Rubrik sein. Vielleicht gibt es auch mal zwei Monate lang keines, das kann ich noch nicht genau sagen. Und was ich auch noch sagen werde, es fällt jegliches Restaurant drunter, was in irgendeiner Art und Weise etwas Japanisches anbietet. Das heißt, es gibt ja auch viele Asiaten hier in Leipzig, die eigentlich eher klassische Asiaten sind, wo es dann normal, was weiß ich, gebratene Ente mit Nudeln und so weiter gibt. Aber manche haben trotzdem ein spezielles Sushi-Angebot. Es gibt einen Koreaner namens Kim in Leipzig, der auch so gut ist und der auch einen kleinen Teil japanische Karte hat, wo eben speziell Sushi angeboten wird. Und die fallen auch in diese Rubrik hier mit hinein. Also nicht nur rein japanische Restaurants oder Sushi-Bars oder dergleichen, sondern auch welche, die eigentlich normal oder anders asiatisch sind, aber japanische Sachen mit anbieten, die möchte ich auch mit in diese Rubrik reinnehmen. Und dort esse ich natürlich dann speziell eben das Japanische, was angeboten wird. Ja, soviel jetzt als Einführung
Einführungsvideo für diese Rubrik Japanisch Essen in Leipzig. Ich hoffe, ihr habt viel Freude daran, mir bei meinen Restaurantbesuchen oder bei meinen Bestellungen, Lieferservice-Sachen. Da habe ich bis jetzt nur Happy Sushi im Kopf, wo ich vielleicht eventuell mal eine Bestellung machen werde, wie ich es einmal schon gemacht habe. Und hoffe, ihr habt da viel Freude mit und dann viel Spaß mit der Sakura Kaiten Sushi Bar, dem ersten Video. Matane, bis zum nächsten Mal.